Um Wunden nachzuschminken, braucht ihr diese paar Sachen. Die Peel-Off-Maske und das Toilettenpapier werden in mehreren Lagen geschichtet. Besonders ordentlich muss man dabei aber nicht arbeiten. Dann heißt es warten, bis alles trocken ist. Mit Make-up und Concealer an eure Haut angleichen und die Übergänge verblenden. Entweder eine Schere oder vielleicht etwas Leichteres in die Wunde stecken, aber seid vorsichtig, dass ihr euch dabei nicht verletzt. Mit schwarzem Lidschatten, rotem Lippenstift und Gloss etwas Tiefe und Struktur ausarbeiten. Dafür könnt ihr auch einige Stellen lösen, damit es noch abgewetzter und gruseliger wirkt. Und schon seid ihr fertig.